www.cassandra-von-augenblatt.de willkommen. Zwei Neumonde hat dieser Dezember zu bieten. Er beginnt mit einem Neumond im feurigen Schützen am 1.12. und endet mit einem zweiten Neumond, den wir so dann Black Moon nennen. Ja, dieser findet im geadeten Steinbock am 30.12. statt. Bedeutet eben dann auch, dass noch so kurz vor Jahresschluss gefühlt recht viel los sein wird mit zwei Neumonden. Außerdem Merkur im Schützen und Mars im Löwen werden beide rückläufig sein im Dezember. Parallel rückläufig sein, und zwar vom 7. bis zum 15. Dezember, ja, zumindest. Das sind 8 Tage, ihr Lieben, in denen ja, Lügen erneut ihre Runde machen, weil keiner Inhalte auf Wahrheitsgehalt prüft und diese einfach weiterträgt. Das ist eine Phase, in der wir Themen ja, nachgehen, von denen wir vielleicht keine Ahnung haben, in der wir Wichtiges vergessen, uns aber Unwichtigem widmen. Ja, das ist eine Zeit, in der im Beziehungsleben Herzen ins Wanken geraten können oder man schnell Dritte verwünscht und verflucht, sich streitet, hasst, zu Unrecht beschuldigt. Ja, ja, sogar bereits verstorbene Tote sind hier nicht sicher vor Anschuldigungen, ja, ob man nun zu Recht böse ist auf einen Verstorbenen oder nicht. Das sind aber auch 8 Tage, in denen wir ja auf unsere Gedanken, Äußerungen und Wünsche wirklich aufpassen sollten, denn unser Schöpfer könnte sie ja alle Herzenswünsche wirklich hier erhören, dem Wunsch der gesamten Menschheit entsprechend gewähren. Ja, ob das nun erfreulich ist oder nicht, das ist Ansichtssache. Wenn man sich ja die schwer ego-erkrankten Seelen dieser Welt anschaut, dann könnte man auch Angst bekommen. Ja. Ich persönlich aber glaube immer fest an ja, an die unbändige Liebe, an das Feuer des Guten, das wirklich jeden Drachen besiegen kann auf der Welt, weil ich es will. Und deshalb feiere ich zum Beispiel auch alle Anti-Genozid-Demonstranten da draußen auf den Straßen in der Welt, die sich gegen dieses kranke System, gegen diesen Drachen dieser Zeit so mutig stellen. Das sind in meinen Augen wirklich alles wahre Helden, ja, vereinzelt. Ja, mutige Akteure möchte ich auch mal nennen hier, wie ein Herr Tarek, Frau Yasemin Acar in Berlin, ja, Helen Fares und viele andere in Deutschland, die einen unermüdlichen Einsatz in diesem Jahr geleistet haben für die Palästinenser, sich wie Löwen gegen die großen Stellten und Stellen, ja, Chapeau. Die werden sicherlich auch noch in 2025 so einiges zu tun haben, ja. 2025 wird die Post abgehen, hat astrologisch super viel zu bieten, das wisst ihr. Wir waren im Dezember ja, mal gut darauf eingestimmt, gesellschaftlich und privat. Ja, was erwartet uns denn astrologisch in 2025 nochmal? Ja? Die Mondknotenachse verschiebt sich im Januar von aktuell wieder Waage zu Fische Jungfrau. Hier werden dann auch in 2025 alle Finsternisse in Fische und Jungfrau dann stattfinden. Ja? Neptun betritt erstmals die Widder. Im März 2025 bleibt 14 Jahre bis März 2039 dann auch hier. Ihr seht alle Daten. Ja? Und Saturn betritt ebenfalls erstmals die Widder. Im Mai 2025 bleibt wie immer 3 Jahre in einem Zeichen. Jupiter wird im Juni die Krebse betreten. Wie immer für ein Jahr, etwa ein Jahr bleiben. Bis Juni 2026. Und Uranus betritt die Zwillinge im Juli 2025 erstmals. Ja, für dann etwa 8 Jahre bis Mai 2033. Ja, Pluto ist im November bereits in sein neues Domizil gegangen, sozusagen. Er bleibt im Wassermann für etwa 20 Jahre bis März 2043. Ihr seht also, wir beginnen ein neues Jahr, in dem wirklich alle erdfernen Planeten ihre Position wechseln werden. Das ist rar, das ist besonders. Ja, da hat der Schöpfer wirklich viel, viel vor mit uns. Ja. Und wie wir auch darauf eingestimmt werden, ja, was ist das bitte für eine Übergangseinführung in diese neue Phase, bitte, ja? Denn im Dezember bereiten die erdnahen Planeten, ja, erdnahe, das sind dann eben Merkur, Mars, Venus, ja, diese bereiten quasi so das Intro vor. Im Dezember sind es nun eben Mars und Merkur, die zunächst rückläufig sind. Mars ja übrigens auch noch bis Februar nächsten Jahres, ja. Und im März dann wird Venus rückläufig im Zeichen Widder. Dann weiter in Fische. Und im Fische wird dann ebenfalls Merkur rückläufig, ja, bis zum 7.4. Auch diese Daten seht ihr nun alle bereits, ja. Also in 2025 werden, ja, nicht wie im Dezember nochmal Mars und Merkur beide parallel rückläufig sein, aber eben hier die Info an dieser Stelle, Venus und Merkur. Und das beide im Fische. Ja, und ja, und das auch auf der Fische-Mondknoten-Achse, ja. Nicht vergessen. Also,
Achtung, auch das vormerken, 30.3. bis 7.4. Das sind ebenfalls 8 Tage, in denen, also wie gesagt, Merkur und Venus beide parallel rückläufig sind und wir hart geprüft werden. Wir einerseits mit Stress rechnen müssen, mit Unfairnissen, die wir aber für einen höheren Sinn eben weiterhin geduldig ertragen. Ja. Überhaupt über beispielsweise gemeine und falsche Anschuldigungen, über Sorgen stehen müssen, ja, weil wir mit einem Fuß eben, ja, wie soll ich sagen, mit einem Fuß hier am Diesseits und mit dem anderen eben im Jenseits stehen. Ja. Viele Trennungen werden zu erwarten sein in dieser Zeit. Entlassungen werden ausgesprochen. Gutes wird für schlecht und Schlechtes für gut gehalten. Ja. Aber kann auch eine noch nie dagewesene Hilfe spürbar sein? Und dann wird sogar vielleicht darüber gestritten, wer wirklich geholfen hat. Ja. Sollte sich jemand zu Unrecht diese Helferkrone aufsetzen? Ja. Wird wirklich möglich sein? Ja. Es geht dann eben um tatsächlich um Hilfeleistungen, die von wo auch immer kommen kann. Aus der sichtbaren oder aber auch aus der unsichtbaren Welt. Ja, vielleicht auch nach dem Motto, wer selber dient, dem wird gedient. Ja, also auf Türkisch gibt es dazu eben dieses Sprichwort Hizmet edersen, Hizmet görürsün. Also tu, mit anderen Worten, also tu du selbst etwas, damit andere auch was für dich tun. Ja, oder was passt denn noch so als Ausspruch? Gib nach, damit dein Gegenüber nachgibt oder von nichts kommt nichts. Ach, da passen so einige Aussprüche in diese Zeit, aber das eben noch als als kleiner Einschub hinsichtlich der kommenden Zeit. Ja. So, aber ihr merkt, ja, was ich euch damit mitteilen möchte. Nachdem diese erdnahen Planeten Mars, Merkur, Venus einmal ihr Tempo zurücknehmen in der Rückläufigkeit, schräge Kräfte freisetzen, Prüfungen eben, ja, übernehmen im Anschluss die großen, großen Player das Feld, Neptun, Saturn, Jupiter, Uranus, ja, alle wechseln sie ihre Position, wie in einer quasi Kettenreaktion, ja, wie Perlen in einer Gebetskette, die nacheinander wirklich gezogen werden. Das ist das beste Bild für das, was uns nächstes Jahr erwartet. Unglaublich, diese Komposition im Grunde genommen, ja. Unser Schöpfer hat einen Plan, das ist klar. Verstand und Herz sollen und werden auf eine neue Dimension eingestimmt und müssen sich eben, oder müssen sich noch einstimmen, ja, eben nicht selten durch Prüfung. Ja. Er lässt uns bei allem letztlich erkennen, was das eigentliche Problem dieser Menschheit ist. Ja, nicht Sterne und Planeten oder ihre Rückläufigkeit, auch nicht Kriege selbst. Der wahre Systemfehler ist das Ego. Unser Schöpfer macht uns damit einerseits ja, auf eine Krankheit aufmerksam, im gleichen Atemzug gewährt er uns aber auch Medizin. Ja. Und um beim Bild der Planeten zu bleiben, deren Position sich verschieben wie Gebetsperlen, ja, zeigt er uns auch eben, dass seine Liebe in seiner Gesamtheit, in seiner Ganzheit nur im Geist der Andacht zu erfahren ist. Und ich wiederhole wirklich gern, durch die Verschiebung der Planeten wie Gebetsperlen zeigt uns der Schöpfer, dass seine Liebe nur im Geist der Andacht zu erfahren ist. Ja. Das ist für viele ein sehr abstraktes Bild, das weiß ich. Mehr der Gebetskette, ja. Ist es auch wirklich, ja. Aber lasst es einfach einmal so stehen. Ja. Ego ist diese Krankheit denn ja überhaupt zu bezwingen, ja. Nein, natürlich nicht. Sie ist das Animalische, das uns Menschen ja auch überleben lässt, ja. Aber dieses Ego kann man bändigen, kontrollieren, ja, transformieren, ja. Ein Thema, ihr Lieben, dem ich mich wirklich verstärkt widmen möchte in der Zukunft mit seelischer Medizin quasi. Und das braucht etwas Vorbereitungszeit. Das geht über, ja, Planeten und Sterne hinaus, aber direkt ins Herz. In diesem Zusammenhang, ihr Lieben, möchte oder muss ich hier nun ankündigen, dass ich in eine Sendepause gehen werde oder gehen muss. Ich brauche diese Pause, um mich überhaupt eben darauf konzentrieren zu können. Ich habe nicht vor, für immer abzutauchen, um Gottes Willen, aber ich kann diesen Rückzug aktuell nicht in Tage, Wochen oder Monate definieren, noch nicht. Im besten Fall bemerkt ihr mein Abtauchen ja nicht einmal, ja. Aber wie gesagt, ich kann es momentan noch nicht zeitlich abstecken, ja. So, ihr Lieben, kommen wir zum Dezember. Und zum ersten Schütze-Neumond am 1.12. Ihr wisst, es geht im Schützen immer
um höhere Themen, Glaube, Weiterbildung, aber auch um Reisen, das Ausland, ja, werden immer wichtig. Ne? Politisch werden Fragen zum Schutz, Bund, Polizeibelang oft Thema. Privat können wir allerlei Erlebtes mit der Schützekraft eben auch aus einer höheren Perspektive betrachten, besser verorten. Wir sind im besten Fall auch optimistischer mit der Schützekraft. Ja? Dieser Schütze-Neumond nun steht aber auch, ihr Lieben, mit dem Fixstern Antares in Konjunktion, der dem Herzen des Skorpions zugeordnet wird. Und der will's wissen. Der stimmt uns klar. Einerseits super mutig und stark, fokussiert auch, aber eben auch ja, bei Ärgernis, beispielsweise sehr rachesüchtig, kriegswütig. Der will quasi nicht nur verletzen, dieser Feind will töten. Habt ihr also einen Feind, wird er sich zeigen, ja, euch pieksen, ja. Habt ihr aber Bewunderer, Gönner und Befürworter, werdet ihr auch das erkennen, ja. Letztlich das innere Herz einer Person, wie auch immer das Innere nun wirklich aussieht, ja. Überdies gehört Antares zu den royalen Fixsternen und wird dem Erzengel Uriel zugeordnet. Also auch eine Art Schutz oder Führung durch höhere Kräfte, will ich unterstreichen, ja, ist möglich. Licht und Wissen wird einem ins Herz gelegt, im besten Fall. Ja, wie fühlt sich sowas an? Das sind dann eben plötzlich Entscheidungen, leichter zu treffen, einem klarer. Was undenkbar war zuvor, ist dann eben leichter zu handeln. Man ist eben mutiger, kommt mit zum Beispiel horrenden Zahlen klar, ja, mit Summen, mit Geldern klar, ja, wo man sonst eher die Finger von lassen könnte. Also man ist offener, großdenkender, ja, und hat dabei eben ja, weniger Bedenken oder Ängste. Ja. Interessant ist ferner der 6.12. Da wird nämlich die Konjunktion zwischen der Schütze-Sonne und dem ja, rückläufigen Schütze-Merkur exakt. Merkur ist auch im Schützen, ja, und vom 26.11. bereits bis zum 15.12. noch rückläufig. Und in der Rückläufigkeit wird also Merkur Casimi mit der Sonne verschmelzen. Hier in dieser ersten, ja, so besonderen Dezemberwoche. So kurz eben nach diesem Schütze-Neumond folgt hier am 6.12. ein weiterer Peak. Wie kann sich das anfühlen? Ja, der Merkur-Kasime, in Klammern Merkur ist rückläufig, ja, lässt uns einerseits entsprechend alle besonders auf ja, Altes, Bekanntes in diesen Schützebereichen blicken. Ja, da verstehen wir vielleicht etwas Wichtiges aus der Vergangenheit. Da kommt die Botschaft, die uns fehlte, die wir brauchen, um zu verstehen, wo wir wirklich stehen. Ja. Und die kommt hier eben nicht nur vom Nikolaus. Ja. Das ist im besten Fall vielleicht auch so eine Art Lichtblick, der uns gewährt wird. Da haben wir einen Durchblick, den lang ersehnten Durchbruch in einer Sache. Privat kann es hier um ja, natürlich schöne Sachen gehen, wie Ehebelange, ein Heiratsantrag oder was beruflich. Kann es aber eben auch um einen Aufstieg im besten Fall gehen. Der wird aber vielleicht noch so seine Haken haben, baut gedanklich, also auf jeden Fall so eine Art, mal schauen, was da noch kommt, Puffer ein, ja, wenn es um zukünftige Angebote geht zumindest, ja, wie auch mal gelagert. Was da kommt, muss ja nicht schlecht sein, aber man sollte einfach im Hinterkopf haben, nicht sofort Juhu zu schreien, ja. So, unterm Strich ist aber ein Wechsel möglich, vielleicht mit dem rückläufigen Merkur, auch durch Kontakte aus der Vergangenheit eben, durch ausländische Kontakte, Darüber hinaus kann es gesellschaftlich, politisch auch am 6.12. mancherorts abermals sehr rau und gewaltsam zugehen, ihr Lieben. Da rast dann eben mal wieder jemand Beklopptes im Wagen, ja, in eine Menschenmenge. Ist ja, glaube ich, vor ein paar Wochen schon passiert. Oder in den letzten Jahren zumindest, ja. Oder ein Übergriff oder ein Feuerunglück im Reiseverkehr zeigt sich vielleicht, im Zugverkehr, im Schienenverkehr oder zur Luft. Dieser Schütze Casimi hat aber überdies noch eine Besonderheit. Zu dieser Sonne-Merkur-Konjunktion im Schützen wird nämlich der Fixstern Sarin geteasert. Sarin liegt auf Herzhöhe von ja, dem Sternbild Herkules. Ja. Und dazu vielleicht noch die Info. Am 20. März 1995 standen Sarin und der Schütze Jupiter in Konjunktion und da kam es zu einem Sarin-Angriff auf die Tokioter U-Bahn. Sarin ist ein Senfgas, eine chemische Waffe und bei diesem chemischen Angriff kamen mindestens ein Dutzend Menschen ums Leben, 50 wurden schwer verletzt und bei fast tausenden anderen traten vorübergehend Sehprobleme auf. Ja. Wir haben hier nur nicht einen Schütze Jupiter mit Sarin wirken, aber Sonne und Merkur am Schützen. Da könnte
Serin, der Stern Serin eben auch bedeuten, dass ähnliche giftige oder chemische Übergriffe geschehen oder an zwei Orten eingesetzt werden. Vergiftungen aller Art sind hier im Grunde genommen möglich, haben hier auch einen doppelten Charakter, will ich meinen. Der Fixstern Serin kann also einerseits wirklich für Vergiftung stehen, für Atembeschwerden oder ähnliches. Serin aber im besten Fall bedeutet, wir wollen jetzt nicht wirklich von einem chemischen Angriff irgendwo in der Welt ausgehen, aber gibt einem beispielsweise auch ein starkes Herz bei einem schweren Verlust, wie auch immer gelagert, da wird der Schmerz eben ein Türöffner, um die Welt des Herzens betreten zu können. Da sind wir stark wie Herkules und werden mit höheren Einsichten, mit höheren Kräften belohnt. Eigentlich sollte man ja immer Hoffnung haben, wenn Schützekräfte wirken. Aber ich muss summa summarum sagen, hiermit Antares, der so einen Skorpionmantel über die erste Dezemberwoche legt, ja, und dieser Sarin-Kraft zu Merkur-Kasimi, muss ich sagen, kann es wirklich mancherorts abermals sehr, sehr schwierig werden. Ja. Privat spüren wir glücklicherweise oft die höheren Kräfte, nicht die Linien, die uns gesellschaftlich eben gezeigt werden. Merkur-Kasimi im Schützen, das ist für uns vielleicht für einen Normalo dann wirklich eben die Blitzidee, ja. Aber auf Erden trifft ein realer Blitz ein, ja, mit entsprechenden Folgen. Es ist, wie es ist. Ja. Alles hat immer eine helle und eine sehr dunkle Seite. Ja. Der 7. Dezember wird aber auch besonders ihr Leben. Ja. Venus und Ceres stehen hier zunächst im Steinbock, auch in Konjunktion. Dann wird Mars rückläufig im Löwe, ja, und bleibt im Löwen rückläufig bis zum 6. Januar. Venus und Ceres betreten dann noch am selben Tag den Wassermann und stehen hier ebenfalls in Konjunktion on top, hier auch mit Pluto im Wassermann. Ja. Also diese Reaktion, diese Welle, die hier aufkommt, ne, ihr seht sie selber. Aber zunächst einmal, ja, wo Venus und Pluto grundsätzlich wirken, geht es oft um materielles Geld, viel Geld, um Kaufgeschäfte, auch um Bodenschätze, um Land, Macht, ja, oder um Bitcoin-Gewinne oder Verluste. Ja. Vielleicht geht es auch um eine Art Zulauf, ja, die riesen Follower, ja, oder aber man verliert sie. Ja. Ja, wo Wassermann wirkt, haben wir es mit einer Masse von Menschen zu tun. Es geht immer auch um ein System, wo Massenverkehr, Internet, Social Media, oder es geht um eine bestimmte Gruppe, eben um gesellschaftliche Prozesse oder um eine eben bestimmte Bevölkerungsgruppe. Ja. Ich denke, was auch immer um den 6.12. passiert, wird eine immense Auswirkungen hier haben auf die Ereignisse am 7.12. Ja, sogar Chaos und eine Gruppe hervorrufen, mancherorts vielleicht auch ein Systemkollaps. Ja. Mars wird an diesem Tag eben auch rückläufig. Da kann es ordentlich ruckeln im Herzen von Menschen aus Wut oder aus Angst oder eben natürlich auch aus Liebe. Ja. Stellt euch vor, Menschen vereinen sich, supporten sich. Ja. Wie super, wie schön wäre das denn bitte? Ja. Oder aber eben der Hass auf eine Gruppe wird geschürt, wie und ja, warum auch immer. Hier in diesen Wassermann-Bereichen wird auf jeden Fall was los sein. Für einige hier nun sofort, wie gesagt, spürbar, andere sind mit Veränderungen erst später dran. Hier wird sich für uns alle eine Art, aber Wahrheit zeigen, die man wie immer leugnen kann oder die man erkennt, annimmt, in der man sich bestätigt fühlt. Wir alle haben so viel mit Pluto im Steinbock, ja, an Erfahrungen gesammelt die Jahre zuvor. All diese Erfahrungen kulminieren hier nun sehr wahrscheinlich und wird einige ziemlich heftig so in den Wassermann-Bereichen auf etwas hinweisen. Ja. Bedeutet vielleicht, dass ja, manche entsprechend zum Beispiel ja, ihren Job wechseln, weil sie ein neues Wissensfeld interessiert. Manche werden vielleicht auch etwas opfern müssen, was ihnen wirklich schwer fällt. Also so transformative Kräfte wirken und die gehen dann auch wirklich so ins Eingemachte. Das ist nicht einfach. Ja. Aber Rumi schreibt so schön, Lebenswasser kannst du nur in der Dunkelheit finden. Ja. Hier zeigt sich quasi eben auch eine Art mit dieser Wassermannkraft, Lebenswasser für uns, ja, die man trinken wird, weil es düster und dunkel um einen zugehen kann. Ja. Und Rumi schreibt, und ich lese das jetzt hier mal vom Bildschirm ab, eine Sekunde. So, ja, oh, meine Brille. Wenn du diese Dunkelheit verabscheust und davor zurückscheust,
Wie kann das Lebenswasser zu dir kommen? Ist es nicht so? Wenn du Sodomie von Sodomiten oder Hurerei von Huren lernen willst, dann kannst du das nicht lernen, ohne dass du tausend abscheuliche Dinge erträgst. Schläge und was dir gegen den Strich geht, bis du erreichst, was du begehrst. Wie nun, wenn du begehrst, ewiges und immerwährendes Leben zu erreichen, was der Standort der Propheten und der Heiligen ist, und nichts Unangenehmes passiert dir, und du gibst niemals etwas auf, das dir gehört. Wie könnte das sein? Wie willst du dein Ziel erreichen? Ja. Tja, wunderbar beschrieben. Ja. Ihr Lieben, was noch? Wir verabscheuen vielleicht hier auch in einem Wassermann-Bereich oder Dinge oder haben Angst vor etwas, was eigentlich gut für uns ist, ja. Ja, und mit Venus und Ceres im Wassermann, da sind unsere Sinne ungemein geschärft. Sehen, hören, riechen oder auch schmecken oder tasten. Alle Formen von Sinne sind eben höchst empfänglich, ja. Aber vielleicht geht es eben auch um eben das Herz, um die Herzenssinne quasi, die hier genährt werden wollen und genährt werden müssen. Not easy, ja. Sonst würden wir es ja auch wirklich, jeder können, machen, durchleben, wollen, ja, verstehen. Ja. Das ist aber wirklich nur für ganz Starke gedacht unter uns, derartige Erfahrungen zu sammeln. So. Einige Spirituelle werden hier wirklich unglaubliche Einblicke erfahren, Sterbe-Werde-Prozesse erleben oder Astralreisen erfahren. Ja. Themen zum Weltall, Astronomie, Astrologie sind wirklich hier alle mal hoch im Kurs, ja. AI wird wirklich viel Neues schaffen, zu schaffen wissen. Auch dazu wird es immer mehr geben. Ja. Vielleicht an dieser Stelle noch ein Hinweis. Am 12.12. stehen dann unsere Wassermannbereiche in Opposition zum rückläufigen Mars im Löwe. Die Opposition wird hier also exakt 12.12. Ja. Nicht jedem wird bei allem, was er erlebt oder leistet, zu applaudiert. Gerade wenn man Dinge verändern will, ja, ist klar. Ja, da muss man eben auch wirklich phasenweise, so auch hier eben, sogar ein verdammt starkes Herz haben gegen Anfeindungen anderer, die einen vielleicht auch attackieren. Einige müssen auf ihrem Weg Mühsal durchhalten, andere Hunger oder Unrecht. Ja, viele werden hier zwischen Verstand und Herz eben auch mal abwägen müssen oder könnten sich hinsichtlich ihrer persönlichen Orientierung ja, hin und her gerissen fühlen. Einige müssen hier vielleicht eine Entscheidung treffen, ob sie nun an Hab, Gut, Materie, an Bekannten festhalten, sich an der Moralvorstellung und Meinung anderer, gar am Standard anderer orientieren oder ob sie nicht doch lieber den Weg ihres Herzens folgen, sich damit sogar auf ein Abenteuer einlassen, ja, das eben darauf wartet, noch ausgelebt zu werden. Ja. Andere müssen auch ganz banale Fragen klären, ja, für die man in dieser Zeit sogar Mut braucht. Und sie lautet, stehe ich wirklich für Humanität oder nicht doch wirklich für Zerstörung in der Welt? Ja? Kann mich Ignoranz, Arroganz, Spaß, Zerstreuung wirklich glücklich stimmen? Oder entferne ich mich nicht doch nur vom Glück? Damit sollte jedem eben auch bewusst sein, dass im Umkehrschluss ein Abmühen, ein Seufzen in diesen Tagen, ja, in Wirklichkeit alles Ausdrücke des Glücks sind. Ja, warum also betrübt sein? Ja. Ihr Lieben, im Dezember bleibt es wirklich auch weiterhin interessant. Ja. Am 7.12. Stehen sich die Schützesonne und Jupiter-Zwillinge direkt gegenüber in Opposition zueinander. Ja, und 3 Stunden später wird Neptun in Fische direktläufig. Das geschieht also alles sehr nah beieinander in der Nacht vom 7. auf den 8.12. Neptun wird dann im nächsten Schritt in 2025 erstmal, wie erwähnt, die Widder betreten und im März 2025 zwar nochmal die Fische im Herbst 2025 nochmal betreten, aber dennoch, die Erkenntnisse, die uns ja Neptun in Fische, in diesen Lebensbereichen, die ihr jetzt seht, ja, noch schenkt, immer wenn Neptun ja, sich wendet und vor allem eben so zur Schlussphase hin, werden enorm. So Sonne und Jupiter können und zudem helfen, eben auf unserem Kurs zu bleiben und nicht einzuknicken, egal was sich da einem durch Neptunswechsel in diesen Fischebereichen zeigt. Ja. Da könnten einige vielleicht wirklich sehr wackelig werden in ihrer Verwirrtheit und Unschlüssigkeit oder in einer Art Schocksituation. Ja. Da ist es, wie auch immer, der liebe Gott selbst, der uns auf unserem Kurs hält, der uns vielleicht, wie gesagt, wichtige Hinweise gibt, auch Träume oder Tada-Momente, ja, der besonderen Art gewährt, ja. Also,
ja, wie soll ich das sagen, lasst euch überraschen, man lasse sich hier nur nicht eben von Dritten zum Beispiel an der Nase herumführen oder ist eben bei, ja, bei Kaufgeschäften, Zahlungsvorgängen besonders wachsam. Auch Hackerangriffe können hier zunehmen. Seid auf jeden Fall vorsichtig, ja, im Internetverkehr. So, zum 15. Dezember haben wir dann einen Vollmond in Zwillinge. Und dieser wird eben in Konjunktion zu Jupiter in Zwillinge dann auch stehen. Am selben Tag wird Merkur wieder im Schützen direktläufig. Da gibt es dann sowas. Das sind natürlich erstmal sehr erfreuliche Nachrichten, Umstände, von nun an eben mit einem direktläufigen Merkur in die Festtage zu gehen und dann noch mit einem wirklich, ja, Vollmond in Konjunktion zu Jupiter stehend. Ja, das ist fast als würde man im Lotto zweimal gewinnen. Ja, kann auch wirklich passieren. Ja, alles könnte hier irgendwie von doppeltem Charakter sein, Glück, aber eben auch Unglück. Ja. Seid an diesem Vollmondtag direkt nur vorsichtig mit Äußerungen, wenn ihr unterwegs seid, verliert nichts, benutzt bekannte Wege an diesem Tag, besucht bekannte Orte auf, wenn es geht. Merkur ist immer zum Wechsel, natürlich ein bisschen wackelig, das wisst ihr aber ja. Ja, diese Zwillinge-Bereiche hier werden nun wichtig. In diesen könntet ihr mit anderen zum Beispiel zusammenarbeiten, kooperieren oder ihr pendelt hier oder lehrt etwas zu diesen Themen. Könnten wir alle zum Beispiel auch zweigleisig fahren oder hier könnten wir uns ein zweites Standbein aufbauen, vielleicht quasi in ein Nebengebäude ziehen, ein zusätzliches Gebiet, Feld übernehmen, so als Beispiel, ja. Etwas erneuern ginge auch, ja, nur nicht zum, ja, Überflieger werden hier, ja. In diesen Zwillingebereichen haben einige irgendwo vielleicht auch ihr Leben Fortschritte gemacht, aber diese noch überhaupt gar nicht bemerken können. Ja. Oder ihr denkt, ach, das, was man tue hier in diesen Bereichen, wird nicht gesehen, da kommt nichts bei rum. Aber alles Gute ist niemals umsonst, ja, auch wenn der Lohn nicht sofort sichtbar ist. Ja. Die Welt schenkt uns aktuell auch wirklich wenig Besinnungszeit. Ja. Aber vielleicht kommt hier eben ein Moment der Besinnung, des Erkennens. Hier schenkt uns der Schöpfer vielleicht so auch eine besondere Vision, ja. Also bedenkt, 8 Tage lang mit einem rückläufigen Merkur und rückläufigen Mars, wird der Schöpfer eben wirklich sehr hellhörig gesonnen, ja. Und hier dann kommt die Antwort auf etwas, das unser Herz die ganze Zeit bewegte, ob nun bewusst oder unbewusst, ja, aber in Sachen Liebe, Partnerschaft oder in anderen sehr weltlichen Belangen eben, kann hier ein besonderer Moment erfahren werden. Ja. Natürlich werden sich zum Vollmond sicherlich auch viele ablehnend und hochmütig zeigen, Glück für selbstverständlich nehmen, ja. Zeigen wenig Demut und Dankbarkeit. Da sind und bleiben Menschen dann vielleicht wie verstockt, aber nicht um uns zu ärgern. Ja. Diese dann wohl noch stärker zu bestrafen, will ich auch nicht sagen, aber zu ihrem eigenen Nachteil eben. Ja. Am 21.12. beginnt der Winter dann. Es wird kalt. Ich will nicht wissen, wie es den vielen Flüchtenden geht. Opfer, Notleiden in der Welt. Ohne Heim, ohne ihre Liebsten. Ja, der Gedanke daran ist irgendwie kaum auszuhalten. Ja. Aber es ist die Weihnachtszeit, der 24.12. Und das zweite Jupiter-Saturn-Quadrat, ihr Lieben, das uns hier abermals zwei Gesichter in der Welt zeigen kann. Die berühmte Doppelmoral des Westens. Da wird ein Umstand dann für sehr, sehr, sehr wichtig genommen und ein anderes dann lieber übersehen. Ja, schaut einfach, dass ihr zumindest in euren Zwillingen, Lebensbereichen etwas nicht überbewertet und das eigentliche Übel aber übersieht. Das Unwichtige für wichtig nimmt und das viel Gewichtigere übersieht. Die Welt können wir da draußen nicht ändern, ja. Aber unser Augenmerk schon. Ja. Wir sollten auch nicht glauben, ja, wirklich besser oder reiner zu sein als andere. Jeder hält sich hier vielleicht auf eine Art für etwas Besonderes, für den besseren Menschen und übersieht, dass es letztlich auch eben nur der Schöpfer ist, der das bewerten kann. Ja. Strebt nach seiner Gunst. Geizt nicht mit Spenden und Gaben. Jeder kann was tun, jeder, um seinen Nachbarn, älteren Menschen eine Freude zu machen. Ja. Senioren, Obdachlosen, heimatlosen Kindern vor allem. Ja. Ja, der Monat endet mit einem
Steinbock-Neumond, einem Black Moon, zudem auch noch Chiron im Widder direktläufig wird. Ereignisse in der Welt könnten uns vielleicht abermals an Moses Pharao erinnern, der maßlos Gewalt lieben tauschte und nur zerstörte, Leid und Unheil verbreitete. Und wir gehen hier in das nächste Jahr mit genau diesen elenden, kriegstreibenden Kräften, die nicht aufhören wollen. In ein weiteres Jahr, ihr Lieben, in der das Böse mehr geliebt wird als das Gute. Worte des Verderbens mehr geliebt werden als gerechtes Reden. Betrug, Diebstahl zur Normalität werden statt Ehrlichkeit. Möge unser lieber Gott auch wach beistehen, vor allem den Palästinensern. Ja, im Privaten sind es für uns nun mit der Steinbockkraft, sind es diese Bereiche hier, die uns emotional stimmen können, die uns an etwas erinnern können vielleicht auch, nach dem Motto, vorher war alles so und jetzt ist alles so. Manche gehen hier vielleicht mit sich auch wirklich hart vor Gericht, weil sie in allem sinnbildlich eine Ruine erkennen, dem Verlust nachweinen. Andere sehen aber, was sie vielleicht eben überstanden haben, beziehungsweise verstehen auch, von was sie letztlich geschützt wurden. Kann man über derartige Erkenntnisse überhaupt wirklich traurig sein? Not und Errettung sind manchmal wirklich sehr, sehr nah beieinander, eben auch Tod und Transformation eben. Ihr Lieben, wir haben wirklich alle irgendwo Großes überstanden und haben in der Tat noch wirklich Großes, Großes vor uns liegen. Deshalb nochmal in vertiefter Form ein paar Ausführungen zu den kommenden großen Astroereignissen in 2025. Der Mondknoten auf der Fische-Jungfrau-Achse, das ist die Bitte, für die Wahrheit einzustehen. In diesen Fischebereichen, fallt nicht auf Lug und Trug rein, jemand nach außen hin toller, etwas optisch Tolles, bringt euch vielleicht nur Krankheit, einen Schaden. Aber etwas oder jemand Unscheinbares, oder sogar der klassische Underground-Typ, ist vielleicht doch klugerweise die bessere Wahl für euch. Steht in 2025 nicht für Täuschung, für Trug, fallt nicht auf die Verlockungen des Satans rein. Ganz wichtig, steht für Liebe, Einheit, das Verbindende, nicht für Zweiheit und das Trennende. Mutig ist der, der von Dingen Abstand nehmen kann, in diesen Fischebereichen, die nicht grundgut und ehrlich sind. Mutig ist jemand, der sich selbst sogar zurückzuziehen weiß, um sich grundgutem und ehrlichem zu widmen. Neptun in Widder beleuchtet diese Bereiche hier. Bittet den Schöpfer um Fülle, um Reichtum und ihr werdet bekommen. Das ist eine Zeit, in der tiefe Wünsche sich manifestieren können, wenn wir denn selbst nicht Gott spielen und uns nicht im Ego-Gehabe verlieren. Man sei auch nicht so in diese Welt verliebt, sondern liebe den höheren Weg. Das ist der Hinweis nämlich, uns doch bitte auf eine Arbeit einzulassen, die wir bewusst oder aus höheren Gründen ausführen. Vielleicht sogar klugerweise mit anderen zusammen, gar nicht so alles im Alleingang, und die wir dann eben nicht des Geldes wegen ausführen, sondern eben auch für das Jenseits, für den Schöpfer quasi, für die Menschheit, Ihr versteht, was ich meine. Saturn, der auch in den Widder wechselt, zeigt aber eben auch an, dass wir natürlich mit Restriktionen zu rechnen haben, wir eben vielleicht weniger verdienen, und mehr Verantwortung übernehmen müssen, Es sind die kleineren Schritte mit Saturn in Widder, die uns zum Ziel bringen, nicht Hochmut, sonst käme der Fall. Disziplin, harte Arbeit steht uns bevor, eine Art Aufbauarbeit, systematisches Arbeiten, systemisches Arbeiten, aber auch eine Phase, in der wir eben keine finanziellen Risiken eingehen sollten und uns gar verschulden sollten. Achtet auf Übersichtlichkeit, Also ich spreche hier nicht von Geiz, sondern eben eher von Besonnenheit in allen Angelegenheiten. Die Welt ist sehr untreu, schreibt der berühmte türkische Mystiker Hacı Bayram Veli. Und zwar so sehr, dass sie die Armen in einem Moment reich macht und sie im nächsten Moment wieder arm. Deshalb sollte man seinem Reichtum nicht vertrauen und nicht über seine Armut traurig sein. Alles kann sich ganz schnell ändern und hat eben vielleicht auch zwei Gesichter, wie wir kennen werden. Einerseits ist man reich oder andererseits eben arm. Ein Bereich läuft besonders erfreulich, in euren Widderbereichen. Etwas anderes wird schwierig. Also ihr könntet beide Kräfte in diesen
wieder Lebensbereichen parallel sogar spüren. Ja. Der Prophet Josef, Yusuf im Islam, fällt mir auch zu diesen Neptun-Saturn-Kräften im Widder ein, ja, der ja Träume von Mitgefängnisinsassen deutet. In der Bibel und im Koran wird diese Situation oder diese Lebensphase sehr ähnlich beschrieben. Ja. Einer von ihnen, nämlich von diesen Gefängnisinsassen, träumt, er habe Trauben gepresst, der andere träumt, dass er auf seinem Kopf Brot trägt und die Vögel davon fressen. Ja. Ja, dem einen deutet Prophet Josef ihm seinen Tod voraus. Demjenigen, der die Trauben aber presst, sagt er ihm, er komme wieder zu seinem Job und genau so soll es auch geschehen. Ja. Ähnliches kann auch diese Konstellation hier mit Saturn und Neptun in Widder für uns bedeuten. Der eine ihm wird Glück haben in seinem Unterfangen und der andere nicht. Das Opfer des einen wird von Gott angenommen, das Opfer des anderen nicht. Ja. Wie Kain und Abel das erlebten zum Beispiel ja auch. Ja. Und wenn wir schon bei Neptun und Saturn im Widder sind, man denke vielleicht auch mal zurück an die Uranus-Widderzeit. Zwischen März 2011 und Mai 2018 hatten wir Uranus im Widder. Was hat sich denn in diesen Jahren 2011 bis 2018 für euch verändert? Hier habt ihr vielleicht auch sicherlich ganz so Uranus-typisch etwas loslassen und erneuern müssen in den Widderbereichen. Da brauchtet ihr eben auch ja typisch Uranus, Kreativität, Flexibilität und Vertrauen auch. Ja. Und hier, ihr Lieben, ja, und jetzt kommt die schöne Nachricht, mit Neptun und Saturn in Widder bekommt ihr vielleicht, ja, nicht sofort in 2025, aber kurz danach vielleicht eine Art Antwort auf Erlebtes, eine Belohnung, eine Entschädigung, ein Level Up, ja, eine Kompensation, ja, eine Art Tapetenwechsel wird letztlich vielleicht abermals anstehen, eine neue Flagge, die ihr hissen könnt. Ihr bekommt einen kunterbunten Blumenstrauß gereicht, ja. Vielleicht hilft dir dieser Hinweis dem einen oder dem anderen. Ja, mit Jupiter im Krebs, der diese Bereiche beleuchtet, erleben wir eine Zeit, in der wir uns quasi nach einer Mama, nach einem Papa sehen. Da sehen wir uns eben nach Schutz. Ja, egal wie alt wir sind, ja, ob privat auch oder beruflich, gesellschaftlich, politisch. Und hier könnt ihr selbst in euren Krebsbereichen ja für eine Art Schutz stehen, ihr Lieben. Ja. Viele sehen sich natürlich nach eben auch Eigentum, so typisch Krebs, nach Heimat, nach der eigenen Kultur, Wertewelt, die einem eben auch wirklich urvertraut ist. Wir sagen, hier sind es in der Tat unsere Emotionen, die genährt werden müssen und die unseren Weg auch bereiten werden. Ja. Ob das nun gesund ist oder nicht, ja, gut oder schlecht. Ja. Aber das ist hoffentlich eben auch eine Phase, in der Familien, Kinder, Tiere auch ja, wirklich ein Dach über den Kopf bekommen. Gesunde und ausreichend Nahrung und nicht etwa um Heim, Grundrechte beklaut und betrogen werden, entrissen und weiterhin vertrieben werden. Ja. Entsprechend kann es mancherorts eben auch wirklich sehr rege zugehen, wenn es dann eben um beispielsweise Weg-, Rückzüge, um Aufbau, Wiederaufbau geht oder um Staatsangehörigkeiten. Auch ja, mancherorts kommt vielleicht sogar eine Mauer, eine Abteilung, andernorts werden Bereiche, Länder zusammengeführt oder annektiert, sogar Landkarten, Wohnortadressen, Postleitzahlen werden sich entsprechend verändern können. We will see. Ja. Uranus und Zwillinge. Ja. Uranus wird noch bis 2026 zwischen Stier und Zwilling hin und her wechseln. Die Stierphase ist also noch nicht durch. Aber Uranus in Zwilling ist die Überraschung per se. Ja, man wartet zur Überraschung für andere in diesen Zwillinge-Bereichen. Ja. Authentisch, voller höherer Weisheit und Talente auch. Man werde der Kommunikator mit völlig genialen Inhalten auch. Ja, hoffentlich. Ja. Doch werden wir sicherlich auch sehen, über 2025 hinaus haben wir ja nun, wie gesagt, 8 Jahre Uranus in Zwillinge, dass langfristig AI-Chips immer mehr übernehmen an Aufgaben, Denkaufgaben auch, eigentlich überall technisch aufgerüstet wird. Nur viel Persönlichkeit und Menschlichkeit könnte dadurch eben auch verloren gehen in Prozessen ja, und auch unsere Beziehungswelten und Geburtenrate beeinflussen. Hoffen wir, dass unsere Rechte und Freiheiten nicht aufgehoben werden, Presse, Meinungsfreiheit, Reisefreiheit und so weiter. Aber diese Gefahr ist wirklich stets real. Auch die einer stärkeren technischen Überwachung, eine Digitalisierung ist eh klar. Man bekommt eine Identifikationsnummer ja, und so weiter, vielleicht in Ländern, in denen das noch nicht aktiv ist. Aber manche Vereinigungen, Vereinte Nationen, Medienhäuser, Social-Media-Kanäle, Redaktionen, Journalisten, Schreiber, typische Zwillinge, Jobler eben, ja, sollten sich wirklich auch auf große Veränderungen einstellen. Man vertraue hier nicht nur
auf Einnahmen aus Social Media oder was aus irgendwelchen digitalen Kanälen, ist heute da und morgen weg. Ja, bums, ja, ganz plötzlich. Alles möglich. Auch Bewegungs- und Transportmittel werden sich verändern. Mancherorts, die ersten Dinge in Taxis, was sonst doch alles zu erwarten ist. Körperlich ist vielleicht noch Sprech-, Hörorgane, Arme, Hände, Füße, Luftwegsprobleme könnten durch Technik zum Beispiel eben besonders beleuchtet werden. Sprachbarrieren werden sicherlich aufgehoben immer mehr. Ja. Stellt euch eben ein Video von mir vor, aber ich spreche eben nicht mehr Deutsch, sondern irgendeine andere Sprache, ja, Fremdsprache. Ja. Und mein Mund bewegt sich automatisch, ja, als würde ich das wirklich sein, so, die da sprechen kann. Hm? Als AI. Stellt euch vor, AI improvisiert irgendwann oder imitiert Verstorbene oder entziffert die Laute von Tieren. Ja, was da alles irgendwie noch auf uns zukommen wird. Also unglaublich. Wir werden aus dem Staunen sicherlich nicht herauskommen. Langfristig betrachtet, ja. Ja, was noch? Ja, viel habe ich zu Pluto und Wassermann je berichtet. Pluto und Wassermann steht letztlich eben für neues Wissen, auch für viel Wasser, Regen, sogar AI-gesteuerter Regen soll es mancherorts eben auch bald geben. Keine Ahnung, wie das dann aussehen wird. Hoffen wir mal auf Technik und Wissen, die uns der Menschheit eben aber von Nutzen ist. Ja. Jeder ist gefragt, in seinen Wassermann-Bereichen daran mitzuarbeiten. Ja, und natürlich, Pluto im Wassermann zeigt auch, dass wir alle als Gruppe Menschheit in Sachen Humanität, Menschlichkeit, Nächstenliebe, Gottesfurcht, Wissenschaft, Metaphysik doch so unsere Erfahrung machen werden, in der wir aber auch erkennen, wie stark man eben als Gemeinschaft ist. Ja, unsere Population auf Erden wird mancherorts in diesem Prozess sicherlich schrumpfen, eher zurückgehen, ja, weil manche Gruppierungen, Kreise von der Erdoberfläche komplett ausgelöscht werden. Und ihr solltet keinesfalls hier nur an die Palästinenser denken, die dem Zionismus zum Opfer fallen, ja, an die Frauen und Kinder. Die wahren Opfer seid ihr, wir, die wir alle bei lebendigem Leibe nicht verbrennen, aber verarscht und manipuliert werden, ja. Also, was soll ich sagen? Und ja, alle wissen, was in Gaza passiert. Jeder Leugner, egal mit welchem ach so wichtigen Titel, hängt nur meines Erachtens an der Leine des Zionismus. Ist ein Angsthase, nichts weiter als menschlicher Abschaum, hat seine Seele verkauft, ist gottlos, widerlichst. Da kommt außerdem hinzu, eben weiterhin natürlich gefährlich manipulierte Technik, die der Menschheit schadet. Deepfakes auch, ja. Da sind mancherorts irgendwann Aufständerevolten vorprogrammiert, die ein ganzes System eben auch zum Zusammenbruch führen können, ja. Außerdem gibt es on top noch die Gefahr, nicht nur aufgrund von gesellschaftlichen Prozessen oder im Internet oder durch Technik, sondern die Gefahr eben aus dem All, aus unserem Kosmos, ja, Pluto im Wassermann. Ja, viele nehmen das nicht ernst. Ich schon. Ja. Alles, was in 2025 angeschoben wird, und hier geht es ja auch wirklich um langfristige Prozesse, ist gefährlich und irgendwo auch super spannend. Eine Chance zugleich, ja, zumindest für die ganz, ganz Mutigen. Ja. Verrückt. In euren Wassermann-Bereichen könntet ihr verrückterweise euren Meister machen. Ja. Ihr ja, aber eben nicht alle anderen. Ja. Ja, ich gebe jetzt einfach mal an, erlaubt mir doch mal. Ja. Die Abonnenten in diesem Astro-Kanal sind die wirklich wohl talentiertesten unter allen Astro-Fans. Ja. Von Ärzten, Anwälten, Forschern, Biologen, Schamanen, die mit Tieren sprechen, Künstlern. Ach, you name it. Ja. Menschen, die alle Unglaubliches können, gesegnet wurden, ja, vom Schöpfer. Ich weiß es, weil ich mit den meisten von euch zu tun hatte. Oder die noch Großes eben leisten lernen, ja. Vielleicht aber nicht an sich glauben oder Angst haben, loszulassen. Ja, jeder von uns zieht so seine Zuhörer an, sein Umfeld an. Ich eben in meinem Leben schon immer. Die, die kurz davor stehen, etwas loszulassen. Das ist also sicherlich mitunter etwas, das uns hier alle verbindet. Wenn ich das einfach mal so laut aussprechen darf, ja. Ohne jemanden nahe treten zu wollen. Aber ja, vielleicht ist eben das Loslassen auch immer ein Thema, weil ich es vorlebe. Ja. Mein Leben könnte Loslassen heißen, ja. Aber auch Lottogewinner gibt es hier. Ja, tatsächlich. Ein wirklich schönes Erlebnis hatte ich vor Jahren. Ich hatte viele, aber das vergesse ich nicht. Ja. Ich hatte jemanden astrologisch beraten und sagte eben, seine Finanzen betrachtend, er würde in diesem Monat richtig Geld verdienen. Der gute Mann verlor aber genau in diesem Monat eben seinen Job. Hm, dachte er sehr, ja, wenn Gönn sagt, Geld kommt, dann spiele ich mal wieder Lotto. Und er hatte nun ein paar Mal zuvor kleinere Summen gewonnen, immer zu den sogenannten astrologischen Glückstagen, die ich früher veröffentlichte.
Und da kam dann tatsächlich eben der große Lottogewinn. Ja. Wie der mich angerufen hat, das will ich nie vergessen. Der schrie jetzt nicht so oder so. Der war allein zu Hause und flüsterte. Ja, so lustig. Ja, aber auch in Sachen Liebe gab es viele schöne Momente. Die größte Herausforderung erlebte ich aber hier in Norwegen. Die hören das jetzt nicht, deshalb kann ich darüber offen sprechen. Den wurde ich empfohlen mit Tilis Sterne und dem Koran. Ja. Und dann meldeten sich bei mir hier voneinander unabhängig zwei eigentlich ineinander Verliebte. Den konnte ich das natürlich nicht sagen, so aus Professionalität nicht. Ja. Und die habe ich dann auch tatsächlich verkuppelt bekommen. Das war aber nicht leicht. Wirklich verrückt. Liebe ist da. Aber das Ego. Unfassbar. Wie wir am Ego, am Stolz, ja, immer wieder scheitern im Leben. Will sagen, gibt euch einen Ruck, wenn der Stolz euch von etwas Schönem abhält. Seid mutig, kämpft für das Gute, für die Wahrheit. Wir sind in einer Zeit des globalen Erwachens, aber eben auch nur am Anfang. Ja, ja, dieser Ausblick, diese Sätze leiten aber nun wirklich meine kleine Pause ein, in der ich mich auf Neues konzentrieren will und muss. Ich hoffe von Herzen auf euer Verständnis, auch auf euren Segen für diese Pause. Ja, viel verändert sich nicht nur da oben, ja, an den Sternen, Planeten, bei euch und bei mir auch. Ich wünsche euch ja allen bereits an dieser Stelle erstmal ja, besinnliche Festtage, kommt gut ins neue Jahr, in einem Jahr tatsächlich volle Umbrüche. Weitere große Erkenntnisse, die der Schöpfer für uns bereithält. Ja, mein Online-Astro-Kalender habe ich aktualisiert für 2025. Es gibt auch spirituelle Hinweise, das heißt Koranverse für alle Sternzeichen für das Jahr 2025. Ja, meine wöchentlichen Weisheiten, Ausführungen ja, sind weiterhin auf meiner Website zu lesen. Also die kann man wöchentlich dann weiterhin gerne folgen. Alle Links setze ich wie immer in die Box unten, auch Timecodes, dann könnt ihr euch bei Bedarf nochmal reinklicken. Ja. Hier nun im Anschluss folgen erstmal spirituelle Hinweise für Dezember, ihr Lieben, diesmal mit sehr lehrreichen Hadithen. Ja. Und mit diesen wirklich viel Freude. Bis bald, inshallah. Eure Geduld. Gile, gile.